Also ich denke, das ist so eine Dimension, die man ja bei Beuys eigentlich erstmal gar nicht vermutet. Und für mich ist dann die entscheidende Frage daran, warum steigt er eigentlich aus dieser, ich sag mal, aus dieser romantischen Welt aus? Was ist der Grund für Beuys, dann irgendwann zu sagen, das kommt ja in dem Film wunderbar zum Ausdruck, ich kann mich da nicht mehr an diesem Pol weiter bewegen. Da muss irgendwas Neues entstehen. Ich glaube, das ist die entscheidende Frage. Beuys, das ist ein wunderschönes Gedicht. Das zeigt eigentlich die ganze Dimension von Beuys Tiefe und von seiner intuitiven Fähigkeit, von seiner Wahrnehmungsfähigkeit, was eigentlich diese Schöpfung bedeutet. Und er zeigt das in seinen frühen Zeichnungen, er zeigt das in seiner Plastik, in seiner Skulptur. Aber irgendwann, dann macht dieser Mann Fettecken, dann macht er Aktion, dann macht er diese Aktion mit dem Hasen. Dann geht er hin und wird der Hass-Freund, könnte man fast sagen, der Bildzeitung. Dann ist er eigentlich die Provokationsfigur in Deutschland. Also, ich weiß nicht, die Älteren unter Ihnen, die haben das ja alles mitgekriegt. Der Beuys war eigentlich so derjenige, der diese ganze Aggressivität auf sich gezogen hat. Und wenn man sich das anguckt, dann hat er das bewusst gemacht. Das war eine Strategie, die er auch über die Zeit entwickelt hat. Also das ist für mich die entscheidende Frage, wenn man Beuys als Romantiker sieht, das ist die, glaube ich, die tragende Funktion eigentlich seiner Weltwahrnehmung und die Kraft, die er hatte, generieren konnte. Das heißt also, das war extrem wichtig, diese Vorbereitung sozusagen. Aber wenn man dann diesen anderen Beuys wegschneidet, das scheint mir das eigentlich das Entscheidende daran zu sein, dass Beuys das dann irgendwann transformiert und sagt, so, und jetzt muss ich aber hier in diese Schmerzzone hinein. Und was ja auch in diesem Auschwitz-Zitat dann zum Teil formuliert wird, aber wo Beuys einfach auch diese Provokation auf sich nimmt und sagt, so, also Leute, wenn wir hier nicht irgendwas verändern, dann führt das in den Abgrund. Und das finde ich, das muss man dann auch immer sagen, weil Beuys hat eben diese beiden Dimensionen und die müssen immer miteinander verbunden werden. Sonst wird man ihm, glaube ich, nicht gerecht. Das wollte ich nur noch mal sagen. Ja, man muss dazu vielleicht wissen, dass Beuys als junger Pilot in diesem Schlosspark ist, ich glaube mit 22 Jahren oder so. Er hat Urlaub von seiner Fliegerstaffel, er hat wenig Zeit, er besucht in Weimar das Goethehaus und das Nietzschehaus, dionysisch-apollinisch, diese Begriffe. Und dieses Gedicht ist erstmal das Gedicht eines sehr jungen Mannes, der auf seinen Weg erst kommt. Und für mich berührt es deswegen, weil es auch die Verbundenheit mit der spirituellen Tradition der deutschen Romantik, des deutschen Idealismus aufzeigt. Auch Nietzsche ist für mich übrigens ein spiritueller Mensch. Es ist nicht nur der Atheist, als der verschrien ist. Und das ist ein interessanter Punkt, der in der Kritik von Riegel zum Beispiel zu kurz kommt. Beuys ist nicht völkisch, aber er bekennt sich zu dem spirituellen Strom, der in das 19. Jahrhundert zurückgeht. Zu Goethe, zu Novalis, zu Schelling. Nietzsches dionysischer Begriff gehört auch dazu. Und er setzt das Wort, er transformiert es, er verwandelt es. Das ist nochmal eine ganz große Sache bei ihm, die man, das hätte ich zum Beispiel vor 30 Jahren nicht so verstanden und nicht so gewusst. Und wenn Sie das heute jetzt Leuten sagen, die skeptisch gegenüber Beuys sind, ja, der setzt dann romantische Traditionen fort, die übrigens auch zum Teil revolutionär waren. Hölderlin war auch nicht nur ein angepasster Typ und Nietzsche schon gar nicht. Das heißt, da ist auch ein subversives Potenzial in diesen großen Denkern und Dichtern des 19. Jahrhunderts. Und Beuys ist davon ganz stark geprägt, wie übrigens auch Rudolf Steiner. Und das ist die Brücke von Beuys zurück über Rudolf Steiner in diese Zone von Goethe und Novalis und diesen Naturphilosophen des 19. Jahrhunderts. Und das Spannende ist tatsächlich, ich würde sagen, es hat ihn nie verlassen, aber er hat es transformiert. Er hat natürlich gewusst, ich muss mit diesen Kräften in ganz andere Zusammenhänge gehen heute und muss es anders machen. Und insofern, aber deswegen habe ich das Gedicht gebracht, um den jungen Beuys zu zeigen, den romantischen Beuys, Dinge, die Menschen normalerweise gar nicht kennen.
und dann eine Traditions-, also eine Linie auszuarbeiten, wo er diese Sachen auch verwandelt. Warum ist eigentlich so ein Fettstuhl provozierend? Das schließt da vielleicht ganz gut an, weil man denkt ja nicht, wenn man den Fettstuhl sieht oder man sieht eine Aktion mit Fett oder eine Fettecke, das heißt, oder man sieht diese Materialien da in dieser Vitrine, dann denkt man ja nicht daran, dass das was mit Romantik zu tun hat. Und das war eigentlich so ein Schlüssel, dass Beuys sich im Grunde genommen in der aktuellen Kunstwelt bewegt hat. Das heißt also, er hat zum Beispiel sich der Fluxusbewegung angeschlossen. Das war sozusagen die revolutionäre Kunstbewegung nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland, wo da wirklich mal was passierte. Das heißt also, er ist aufgetreten mit ganz modernen Formen, könnte man sagen. Und unter diesen Formen lebt tatsächlich so etwas wie die Romantik. Also was wir jetzt gerade angesprochen haben, lebt ein ganz anderes Weltverständnis. Dadurch schließt er aber im Grunde genommen diesen unterirdischen Strom, der nach wie vor noch existiert, ein geistiger Strom, den erschließt er auch einer Gruppe von Menschen, die damit vielleicht gar nichts zu tun haben wollen zuerst. Er arbeitet also mit ganz modernen Mitteln und erschließt gleichzeitig eine andere Dimension. Das war für viele Künstler schwierig. Also die haben Beuys, die haben seine Kunst sehr geschätzt, auch viele Kunsthistoriker. Aber das, was wir jetzt als Romantik zum Beispiel bezeichnet haben, da waren die sehr distanziert. Aber das ist auch wieder so ein Punkt, wo Beuys unglaublich Kräfte wachruft. Das heißt also, da ist immer etwas Fragwürdiges plötzlich. Man kannte, wenn man Namjoon Paik sieht oder wenn man andere sieht, aus der Stelle Nurman, das war irgendwie auch erklärlich. Aber bei Beuys war da auch immer so ein unerklärliches Element. Zum Beispiel dieses Gelatine, die er von den Wänden glaubt, in dieser Celtic-Aktion in Basel. Also das finde ich auch, für mich, ich sage jetzt auch was Biografisches, das war für mich damals die Spannung. Ich komme aus der Philosophie, das heißt also, ich habe natürlich auch den deutschen Idealismus behandelt und das war mein Zuhause im Grunde genommen, der deutsche Idealismus, die Romantik. Und dann begegne ich jemandem wie Beuys, der das in eine ganz moderne Sprache übersetzt. Das fand ich unglaublich. Ich will es auch zuspitzen und einfach behaupten, die Fettecke ist pure Romantik. Und zwar warum? Weil es purer Animismus ist. Das Entscheidende bei den romantischen Naturphilosophen und Dichtern war, dass für sie nichts tot war. Kein Ding, kein Tier, kein Gras, kein Stein. Das ist ein ganz großes Charakteristikum dieser spirituellen Tradition der Romantik. Schelling hat da eine ganze Naturphilosophie dran entwickelt, dass es alles voller Kräfte sind. Wir sind eigentlich umgeben nicht von Dingen, schon gar nicht von toten Dingen, sondern von Kräften. Und dieses, ich nenne das mal diese animistische Dimension, die es übrigens bei Naturvölkern, die den Schamanismus kennen, heute immer noch gibt. Jeder Ethnologe weiß genau, was damit gemeint ist. Für einen Schamanen, der ist ja behangen, auch mit Knochen, Metallteilen, das lebt alles, sein ganzes Gewand lebt. Und er kommuniziert mit den Geistern der Natur. Deswegen ist Beuys zu Recht auch manchmal Schamane genannt worden. Weil das ist genau das, was der Schamane macht. Er kommuniziert mit der Kräftewelt, die sich vom Adler bis zum Wasser, bis zum Stein im Wasser erstreckt. Und Fett ist natürlich auch eine hochgeladene Energiequelle. Das ist pure Kraft. Genau wie eine Eiche, selbstverständlich ist für Beuys eine Eiche nichts Totes. Und auch nicht das, was es vielleicht für einen Molekularbiologen ist, der die Eiche ganz genau in Atome und so weiter sezieren kann. Und der tote Hase ist auch nicht tot. Beuys ist umgeben von Kraftfeldern und er dehnt das nur aus. Tatsächlich hätte jetzt kein Romantiker mehr auf die Idee gekommen, seinen Animismus auf das Fett zu erstrecken. Das ist genial, genau wie du es beschrieben hast. Er ist ganz kühn und dehnt das auf Bereiche aus, auf die es auch zutrifft. Und die aber uns erstmal so ein bisschen, dieser Romantikbegriff, finde ich, wird auch fürchterlich missbraucht. Als ob das immer romantischer ist, Kerzenschein in der italienischen Pizzeria oder sowas, wo es schön ist und so weiter. Das ist ja überhaupt nicht Romantik. Also das ist auch, er ist auch verkitscht worden, dieser Romantikbegriff. Und wenn man das mal zurücknimmt, dann merkt man, dass der Fettstuhl auch für mich was sehr Romantisches ist.
Naja, Gelatine wird ja auch aus Schweinefüßen und Überresten von lebenden Wesen gemacht. Ja. Und das fällt natürlich auch. Also Stüttgen hat also ganz auf dieselbe Frage aus dem Publikum, ja, aber was war das denn mit dem Fettstuhl? Das sagt der Stüttgen, was ganz Unromantisches. Also es ist ja ganz einfach, sie sitzen da alle auf ihrem Stuhl und eigentlich sind das Fettstühle. Ja, da wurde mehr gelacht als heute. Ja, was mich sehr berührt hat in dem Film war die Sache mit den Pflanzen und Bäumen mit Tieren, die denen die Rechtsfähigkeit genommen wird. Die nicht mehr, ja, denen die Würde quasi genommen wird. Ne? Entrechtet. Und er will diese wieder rechtsfähig machen, denen wieder ihr Recht zugestehen. Also im Ergebnis des Films ist es ja wunderbar, dass die Bäume diese Seelen, die Hilfestellung für die Seelen der Menschen sind. Das ist ja ein traumhafter Gedanke. Aber wie er wirklich diese Entrechtung rückgängig machen will, das ist mir noch ein Phänomen, das muss ich mal sagen. Naja, das ist jetzt die große Frage, wie wirksam Kunst ist. Das schreibt auch den ganzen Bereich Kunst und Politik, Kunst und Gesellschaftsveränderung. Ich meine, immerhin hat er, als wir in Kassel gedreht haben, und ich lag da unten mit meiner Kamera vor diesen Findlingen, um irgendwelche Perspektiven zu erzielen, kam manchmal so Kasseler Bürger vorbei, ältere Menschen. Ich weiß, was sie da machen. Ich weiß, worum es hier geht. Und so. Und die waren damals noch dabei gewesen. Und die Leute haben gesagt, das ist toll, dass er es gemacht hat. Ich hätte ihm noch viel mehr Stellen in Kassel zeigen können, wo er hätte pflanzen können. Der hat auch manchmal die falschen Stellen ausgesucht. Ich hätte ihm noch besser gezeigt. Und dann, wenn man das zum Beispiel nimmt, das ist ja auch eine soziale Plastik gewesen, sein letztes großes Werk, die 7000 Eichen, das ist auch ein Angehen gegen Entrechtung. Das ist eine riesige ökologische und spirituelle und gesellschaftspolitische Aktion. Kaum einer weiß ja heute noch, gegen welche massiven Widerstände der vorgehen musste. Die Leute haben sich ja beschwert mit diesen Steinhaufen und so weiter und waren eigentlich ganz dagegen. Wir mit dieser Geduld und mit dieser Beharrlichkeit und mit dieser Sanftheit, mit dieser genialen Idee, ganz langsam doch es erreicht hat, dass er das machen konnte, was bis heute irgendwie so eine absolut starke, sinnbildliche Aktion geblieben ist, immer noch. Und ich habe das eben in Kassel gemerkt, das lebt. Das war vor 2 Jahren oder 3 Jahren, als ich da gedreht habe, dass ganz viele Leute haben uns angesprochen, das lebt. Und er kann auch nicht alles machen. Was soll er machen? Er kann nicht die ganze Welt verändern. Ich finde es auch eine Zumutung an die Kunst, dass sie alles verändern soll. Die kann auch nicht aus dem Stegreif alles verändern. Sie wirkt, finde ich, zuerst mal auf das politische Feld auch als ein Kraftfeld ein. Denn Politik bedeutet ein Gemeinwesen, in dem Menschen sich vertragen sollen. Es sollen Regeln sein, wo ein Zusammenleben ermöglicht wird, wo nicht der einen anderen totschlägt oder ausbeutet oder sowas. Und da sind ja in diesem Ensemble, in diesem Gemeinschaftsensemble, sind ja ganz subtile Kräfte am Werk. Das ist ja, der Begriff Politik kommt mir manchmal so auch ganz hohl oder leer oder oberflächlich vor. Wenn man sich wirklich überlegt, was ein politisches Gemeinwesen ist, dann ist das ein hochsensibler Apparat oder Organismus von Individuen, die selbst ganz komplex sind und eben das Dämonische in sich tragen und das Ideale und das Harte und das Weiche und das Schöne und das Hässliche und so weiter. Und Beuys als sozusagen der Magier der Kraftstimulierung, der uns Kräfte bewusst macht, der uns konfrontiert, der auch Erstarrungen lösen kann. Das habe ich ja so gemerkt beim Drehen von diesem Rundschnitt, von diesen riesen Blöcken, als die da plötzlich an zu strahlen und zu leuchten fingen. Also ich war da ganz alleine in diesem Saal im Hamburger Bahnhof und habe plötzlich das Thermometer, ich habe gemerkt, wie das Thermometer sich hinter meinem Rücken verändert. Es war zum Teil ganz seltsam. Als ich reinkam, war eine gewisse Zahl
Dann drehe ich mich um, hole meine Kamera raus, ich gucke hin, da war es plötzlich eine andere. Und dann zack, wieder eine andere. Da war es ein bisschen kühler. Und es war so ein Tanz auf diesem Thermometer, wo ich dachte, die leben, die Dinger. Ich dachte, wow, was ist das hier? Ne? War ein bisschen unheimlich. Und da war ich zum Beispiel, da war ich mit diesen Magier-Boys auf einmal konfrontiert, was der mit einfach so einem Block da aus diesem Talg da anstellen kann. Und ich wusste dann, ich hatte dann diese dreckige, kalte Zone in Münster gesehen, dieses wirklich jämmerliche Loch. Ich meine, politischer geht es ja eigentlich gar nicht. Das sind ja Architektursünden, das sind ja Seelenverbrechen, wenn man so will, was manchmal in Städten an Architektur angerichtet wird. Die Leute im Märkischen Viertel oder in solchen, die stürzen sich oft aus dem Fenster, da ist die Selbstmordrate bekanntermaßen sehr hoch. Und er geht eben hin und arbeitet in so einer Kältezone und macht uns erstmal die Kälte auch noch mal mehr bewusst, indem er damit arbeitet und verwandelt es gleichzeitig, indem er das ausgießt. Also ich finde das so genial, ne? Indem er das ausgießt, als ob er aus der Kälteform, aus der Hohlform, macht er jetzt eine richtige Form. Es ist für mich echt ein Umstülpungsprozess, wie ich das im Film ja auch sage. Und dadurch, wenn viele Menschen sich mit sowas beschäftigen, bin ich überzeugt, dass das einen tiefen therapeutischen Effekt hat, auf Menschen, aber auch auf Gruppen. Und damit ist für mich sowas auch schon politisch. Also ich setze den Begriff sehr tief an. Und nicht erst mit Beuys bei den Grünen oder so. Das ist mir fast schon wieder zu abgehoben. Ja, das kann ich eigentlich nur unterstreichen. Ich glaube, dass diese Mittel, diese Strategien, die Beuys dann entwickelt hat, das sind ja mehrere Strategien. Das sind zum Beispiel freie Schulen und Hochschulen. Also das war ein ganz entscheidendes Mittel, eine freie internationale Universität zu gründen, mit Heinrich Böll übrigens zusammen. Das war natürlich die Idee, also wie können Bäume rechtsfähig werden, indem ich erstmal Bäume überhaupt erstmal erleben kann, indem ich erstmal Bäume erfahren kann. Also indem ich überhaupt erstmal diesen ganzen Kontext, in dem wir uns seit dem 19. Jahrhundert hineinbegeben haben, wissenschaftlich und gedanklich, indem ich den erstmal, ich werde ja durch Erziehung und so weiter, lege ich mich ja in diesen Kontext hinein, aber indem ich den auch erstmal als eine eingeschränkte Perspektive erleben kann, durch Bildung. Das heißt also, es sind ganz andere Zugänge zu Natur und zu Menschen und zu sozialen Kontexten, zu politischem Geschehen möglich, als die, die wir so erleben und die wir als die Wirklichkeit bezeichnen, also als was ganz Festes. Und Beuys, da ist eben dann auch die Fettecke wichtig. Auch das können wir anders denken, auch das können wir anders erleben. Der Umgang mit der Natur kann anders. Beuys stand am Anfang dieser ökologischen Frage. Waldsterben war damals irgendwie, kommt in diesem Interview ja zum Ausdruck, das war was ganz Neues. Also der Interviewer, das war Ende der 70er Jahre, der ist noch ganz gebannt. Das heißt, das war da die entscheidende Frage. Und Beuys kommt jetzt dann dahin und sagt, wenn ich das alles sehe, dass die Bäume nicht rechtsfähig sind und ich will die Bäume rechtsfähig machen, das kann ich nicht durch eine politische, ich kann das auch durch eine politische Aktion machen, hat er dann später ja auch bei den Grünen gemacht. Aber er sagt, ich muss die Strukturen doch erstmal überdenken. Also wie lernen wir denken, wie lernen wir wahrnehmen, wie lernen wir uns in der Welt bewegen, wie lernen wir zum Beispiel soziale Prozesse kennen, wie kommunizieren wir miteinander als Menschen. Das hat er alles als plastische Fragen begriffen und hat gesagt, und da sind die Möglichkeiten, da sind die Potenziale. Wir können anders miteinander umgehen, mit uns Menschen. Wir können andere Dimensionen erschließen. Alles das ist, glaube ich, die entscheidende Frage, wenn man sich fragt, wie können wir die Bäume rechtsfähig machen. Also er hat keine Antworten gegeben, dass er jetzt gesagt hat, so und so und so und so läuft das. Aber er hat Strategien entwickelt, wo man sagt, dann
kommt ein anderer, dann kommt ein anderer, ja, eine andere Kraft plötzlich ins Spiel. Und das ist die Kreativität. Und das ist die Autonomie des Einzelnen. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Wenn man sich diese Frage stellt, wie können wir die Bäume rechtsfähig machen? Das sind eigentlich nur wir. Das ist die innere Transformation letztendlich. Behaupten, dass diese Kunst ist Kapital, nicht dieses, was er auf dem 10-Mark-Schein da gekritzelt hat. Das ist für mich auch ein politischer Satz natürlich. Ich habe mir zum Beispiel heute überlegt, wie viel gekürzt wird, wie viele Musikschulen geschlossen werden, wie viele Bibliotheken, jeder Lehrer weiß davon zu berichten, aber wie viel da gekürzt wird ständig. Ich wohne zum Beispiel in der Nähe vom ICC in Berlin, wo sehr viele Flüchtlinge jetzt untergebracht sind und habe eigentlich jeden Tag, wenn ich in meine S-Bahn steige, mit denen zu tun. Sie sind da, sehr viele aus den verschiedensten Ländern, sehr viele Kinder. Manchmal gibt es irgendwie kleine Gespräche oder so, oder man irgendwie kommt in Kontakt. Ich habe neulich mal gedacht, wie wäre es denn eigentlich zum Beispiel, jetzt diesen Tausenden von Kindern kostenlose Musikinstrumente zu geben. Wir haben einen reichen Staat, wir sind reich, ein reiches Land. Das würde nichts kosten. Das würde gar nichts kosten. Kostenlos Musikinstrumente da reingeben, Angebote auch für kostenlosen Musikunterricht oder eine Anleitung, diese Instrumente. Ob das jetzt eine Trommel ist oder eine Gitarre, vollkommen egal. Der Musikunterricht wird ja heute als erstes gestrichen. Wird sowieso als erstes gestrichen. Warum ist denn die Pädagogik so, wie sie jetzt ist? Warum werden solche genialen Ideen, wie Beuys sie hatte, warum wird da nicht von... Da sieht man den Nutzen nicht und integriert das. Wir sind doch an sich intelligente Wesen. Ich glaube, das habe ich mir so nicht verkneifen können, was die Elbphilharmonie angeht, wenn ich die Geschichte... Tolles Haus. Ja, das ist bestimmt toll. Aber wenn ich diese Geschichte, diese Entstehungsgeschichte, habe ich mitverfolgt, dass in Deutschland wird sehr viel in Renommierprojekte gesteckt, indem man vor dem Ausland toll dastehen kann. Ich würde sogar sagen, die Documenta gehört inzwischen dazu. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob die Documenta wirklich noch... Also ich habe es, wie gesagt, erlebt in den 70er, 80er Jahren und ich weiß noch bis heute, das war so packend, nicht nur Beuys, sondern auch Anselm Kiefer und amerikanischen Künstler und so weiter. Ich kann mich noch sehr genau an diese Dokumenten, ich weiß jetzt gar nicht mehr ganz genau, wann das war mit der Honigprobe, da war ich 25 Jahre alt, kann ich mal kurz ausrechnen. Mitte der 70er Jahre und später dann, Anfang der 80er war, glaube ich, 7000 Eichen. Danach war ich auch oft auf Dokumenten. Für mich waren das die spannendsten. Da war noch so ein Geist da, für mich jetzt persönlich. Und ich beobachte jetzt zum Beispiel, wenn so viel Geld in so sündhaft teure, super moderne Museumsbauten, jedes kleine Dorf kriegt irgendwie so einen 16-eckigen Superbau, irgendwie so einen Museumsbau, der wahnsinnig viel Geld verschlingt. Und Deutschland hat so dieses, ja, wir wollen glänzen, wir wollen genauso schick soll es sein wie New York und so weiter, ja. Aber in der Basis, ja, die Kunstschulen, die Musikschulen, meine Freundin ist Kunstlehrerin in Berlin, die muss um jeden Fotoapparat kämpfen. Die Sportlehrer kriegen Kanus aus Supermetallen, die kosten irgendwie Hunderte, wenn nicht Tausende von Euro. Das ist für sie eine ganz klare Sache. Sie kommt erstmal ganz unten. Alles kommt vorher. Dann darf sie aber, die Kunstlehrer dürfen die Schule schmücken, wenn der Tag der offenen Tür ist. Ja. Die Eltern, ach wie toll und so, ja künstlerisch wird hier auch was gemacht. Ne? Und die Direktorin kommt dann, das habt ihr aber sehr schön gemacht, ja, da toll gemacht. Aber wenn sie Kamera haben will, ja, wir haben leider kein Geld mehr. Also und ich glaube, viele andere Lehrer wissen genauso etwas zu berichten. Ich habe es von anderen auch gehört. Und da ist eine komische Gewichtung. Sehr viel Geld für Renommierprojekte. Und ein seltsamer, verkümmerter Blick auf die Basis, auf das Fundament. Die Kinder, da muss ja die neue Kreativität gefördert werden, da kommt es ja her in Zukunft.